Ahoi, werte Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist die 5. Staffel der Community Builds und wir gucken uns heute 2 Schiffe an, die ihr mir wieder eingereicht habt. Folgendes möchte ich noch erwähnen. Der Hearthstone-Server ist aktuell ein bisschen hin und her, also er springt ein bisschen hin und her, was die Version betrifft. Wir sind viel am Ausprobieren. Die 1.16 bietet uns aktuell ein paar Probleme, was das Biome-Placing angeht. Deshalb nicht wundern, wenn ihr merkt, der Server ist jetzt auf der 1.16, dann später vielleicht doch wieder auf der 1.12 und dann vielleicht wieder auf der 1.14 oder was auch. Also abwarten, es regelt sich hoffentlich im Laufe der Wochen und wir finden eine Version, die uns unsere Bedürfnisse passt, aber da gibt es auch noch viele Unstimmigkeiten, die wir klären müssen. Ich bin jetzt aktuell auch in der 1.16, deshalb gibt es manche Texturen, die vielleicht ein bisschen seltsam aussehen. Hashtag sowas hier beispielsweise. Das ist jetzt leider so. Ja, wir blenden es einfach aus. Wir müssen uns vorstellen, dass hier ist auch so eine Sache, das ist immer, wenn man Double Slaps gebaut hat, da muss man das eben sich so vorstellen, dann sieht das ein bisschen besser aus. Genau, das wollen wir aber einfach überblenden, auch genauso wie so Mooszeug an den Schiffen. Das ist alles ein bisschen mühsam, aber wir kriegen es, denke ich mal, hin. Genau, das ist ein kleines, süßes Schiff. Ich weiß gar nicht mehr, vom Ruffy? Hieß er Ruffy? Ich glaube, warte, wir können ja einfach mal nachschauen, für was gibt es denn diese Funktion vom Ruffy, genau, Ruffy 182 und vielen Dank schon mal für deine Einsendung und wir wollen uns heute mal ein bisschen angucken. Das Schiff hat, finde ich, große, große Vorteile, große, große Nachteile. Erstmal machen wir natürlich die Spitze hier noch hübsch, dass es ein bisschen schön aussieht. Und der Folgende, also ich finde, vorweg, was mich hier ziemlich, ziemlich gut gefällt, ist der Bug, der Rumpf vorne, gefällt mir richtig, richtig gut, ja. Da könnt ihr oben noch, aber also, ja, ist hier ein bisschen spitz geworden vielleicht, aber wohl eigentlich geht's. Also ich finde ihn eigentlich, wenn man so guckt, hat es doch eine sehr schöne Form. Ja, auch hier wunderschön. Was mich nur ein bisschen stört ist, das könnte alles mal mindestens 1 bis 2 Blöcke tiefer sein, weil das Ding hat echt wenig Tiefgang. Es sind nur 3 Blöcke und dafür haben wir einen Haufen Blöcke über Wasser. Ja, das finde ich, könnte ein bisschen 2 Blöcke nach oben, nach unten gemoved quasi, wäre besser, ja. Problem ist, was es vorne, finde ich, recht gut hin, also was du ganz gut vorne hingekriegt hast, finde ich, dass du hinten ein bisschen versemmelt. Ja, kriegt ihr hinten irgendwie keinen guten Übergang hin. Das ist ein, hier ist so die Mitte des Schiffes, dann geht es aber nochmal ungefähr die Hälfte weiter hier und dann wird es erst so ein bisschen, ja, und hier hinten ist es dann eigentlich alles sehr eckig und sehr klumpig. Das sieht man dem Ding auch ein bisschen an. Ist ein bisschen schade, ja. Klar, man sieht oft diese Aufbauten, die so ein bisschen klumpiger sind oder ein bisschen eckiger sind, aber der untere Teil ist dann oft recht schmal und dann wird es so ein bisschen extended, ja. Das ist ganz cool und das Ruder sitzt dann meistens hier unten drunter. Das finde ich immer ein bisschen schöner, also ist von der Ästhetik einfach ein bisschen netter. Zumal ich natürlich Eichenholz einfach ein sehr, sehr schlechtes Holz finde in Conquest. Das macht mir wenig Freude, Eichenholz. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich will ja ist man dann meistens nicht rassistisch, man ist eher so forstsistisch. Ich mag einfach Eichenholz nicht. Ja, das ist einfach eine grundlegende Abneigung. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil so das Ding, jeder, der anfängt mit Minecraft, baut mit Eichenholz, lasst es einfach weg. Ja, ich finde, auf dem Deck finde ich das eigentlich sogar noch ein sehr schönes Holz, weil es eine schöne Top-Textur hat. Aber die Seitentextur, die triggert mich halt enorm. Ja, und wir sehen es aber noch bei einem anderen Schiff oder bei anderen Schiffen. Da bietet sich Fichtenholz oder Tropenholz vielleicht sogar oder vor allem Schwarzeichenholz viel besser und einen gescheiten Rumpf zu bauen. Viel, viel besser. Ja, als Eichenholz. Das ist schon mal so das eine Ding. Die Reling hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Das kann man durchaus so machen. Die könnte hier ein bisschen, also hier finde ich den Übergang etwas dünn. Man hätte den ruhig ein bisschen dicker machen können, hätte den so bis hierhin so ungefähr ziehen können. Das wäre schöner gewesen. Aber so an und für sich ganz cool. Wenn man, ich finde, man hätte den Fogmast, das ist der Schnibbel hier vorne, hätte man ruhig ein bisschen weiter mit aufs Schiff legen können und hätte den tatsächlich auch aus Balken bauen können, dass der hier so Blöcke darauf vorsticht. Geht natürlich aus Fischen uns auch, aber ich hätte gesagt, der wird ein Block höher gebaut und zieht sich dann eben so mit hier aufs Deck hinauf, dass der hier so raufliegt. Hätte ich ein bisschen schöner gefunden. Schade ist bei den Segeln natürlich, dass sie erstens sich gerandomized sind. Also man hätte hier oben natürlich anstatt weiße Wolle natürlich auch noch die graue Wolle nehmen können, hellgraue Wolle, vielleicht sogar ein bisschen braun, hättest du dann reingemixt. Man kann sogar, wenn man will, finde ich, sieht eigentlich sogar recht gut aus. Jetzt sogar mit den glatten Quarztreppen würde das jetzt hier noch besser gehen, aber mit Quarz im Allgemeinen. Wir nehmen mal die Quarzblöcke, weil das wären jetzt die gewesen, die man auch gehabt hätte. Kann man das auch, finde ich,
ganz gut irgendwie. Das sind jetzt halt die Quarzziegel. Ach, die habe ich jetzt gar nicht drin, weil ich die Textur nicht habe. Ne? Nee, ich habe gerade noch. Ich habe extra noch das andere Texturpack drin, damit manche Sachen wenigstens noch gleich bleiben. Das da meinte ich so. Man kann da ruhig auch, finde ich, mit so Quarzblöcken was machen. Wenn man dann so ein bisschen die Segel mit Treppen und so ein Kram randomized, kann man da, finde ich, ein bisschen mehr Struktur reinbringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, fände ich so ein bisschen schöner. Dann, was mir nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Seile. Die kann man definitiv aus den Zäunen machen, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Hätte mir aus Glas wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen. Ist aber, die Seile haben keine natürlich, die sind nicht natürlich gespannt. Allein schon das Seil hier geht hier steil nach oben und sackt dann ab. Das passt so gar nicht zu einem Seil. Da hätte man, also das natürlich hätte man diesen 45 Grad Winkel, ich mache den jetzt mal mit Wolle weiter, den hätte man hier natürlich so fortführen müssen, dass der hier oben dann irgendwo endet, hätte man den Mastteil erweitern müssen, dann wäre das von hier oben bis nach da unten eine klare Linie gewesen. Es gibt halt für ein Seil, das natürlich von der Schwerkraft beeinflusst wird, keinen Sinn, nach oben zu gehen und dann hier oben auf einmal zu sagen, oh naja, doch nicht. Also kein Seil fängt mitten in der Luft an, schlaff zu werden, das passiert nicht. Entweder muss es hier komplett durchhängen, wenn man es so haben will. Ja, muss es irgendwo hier in der Mitte durchhängen oder eben gar nicht. So, und das ist hier ein bisschen schade. Zumal auch hier der Übergang zwischen die Seile hier, wenn man das höher gemacht hätte, hätte man das auch ein bisschen höher gemacht. Die, sowieso, prinzipiell finde ich die Mäste, ja, die finde ich auf jeden Fall ein bisschen niedrig. Ja, es ist ein sehr breites Schiff und ich finde, der Mast könnte ruhig hier auch mal noch 4, 5, 6 Blöcke höher sein, als er ist. Ja, das hätte ich kein Problem mit. Die Segel könnten auch, denke ich, obwohl die sind von der Breite ganz gut, da hätte man aber zwei Segel übereinander machen können. Die Segel werden natürlich geöffnet, 1000 Maschinen. Wenn ihr schöne Schiffe bauen wollt, baut sie geöffnet. Wenn ihr es nicht könnt, die Segel geöffnet zu bauen, dann lernt es. weil es lohnt sich definitiv. Und jo, soweit. Die Takelage kann man natürlich auch so machen. Ja, die könnte aber hier in dem Teil ein bisschen höher sein. Ja, die sieht auch wieder ein wenig, als würde sich hier in der Mitte beugen. Was auch eher ungewöhnlich ist für Seile, dass die Seile haben immer eigentlich nicht die kürzesten Weg, suchen die sich aus. Und wenn sie eben nicht stramm gezogen sind, dann suchen die sich erst den kürzesten Weg aus und knicken dann in der Mitte eigentlich ein. Oder von weit oben, knicken oben ein und machen unten eine Kurve. Also je nachdem, wie schlaff die Seile sind. Ja, müsst ihr euch einfach so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich jetzt ein Seil in echt da dranhängen würde, welche Form hätte das? Ja, logisch. Wie gesagt, das Deck finde ich so an für sich ganz gut. Diese Luken kann man schön machen. Das soll ein Beiboot sein. Verstehe nicht ganz, warum das Schiff dann aus Eichenholz besteht. Das Beiboot dann natürlich aus Birke. Kann man jetzt argumentieren, ja gut, das soll halt sich vom Rest abheben. Aber Birke ist halt auch ein beschissenes Holz, um Schiff zu bauen. Ja, also da wäre vielleicht was aus schwarzem Holz klüger gewesen, allein schon, weil der Rest zu dunkel ist. Birke ist halt Birke. So ein edles Holz sollte man vielleicht nicht dafür verwenden. Genau, die Luken sind, wie gesagt, soweit vollkommen in Ordnung. Mir fehlt halt hier so ein bisschen was. Es ist alles sehr clean, die Wände hier sind sehr clean. Auch hier ist alles sehr, sehr sauber. Kann man sagen, ja, es ist ein einfaches Schiff, aber dann haben wir hier so große Glasfenster drin. Prinzipiell Tipp zu Glasfenstern oder zu Fenstern allgemein. Entweder ihr macht sie so breit oder ihr macht sie so breit. Aber nicht 2 auf 2. Dieses 2 auf 2 ist eine sehr bescheuerte Form, sieht nicht gut aus. Ihr könnt sie gerne 1 auf 1 machen, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber 2 auf 2 ist keine gute Wahl. Dann lieber hier getrennt und hier nochmal ein Fenster reingehauen in die Lücke. Ja, die 1000 mal, also ich meine, wir können es mal kurz, allein schon, weil wir hier eine Mitte haben und das dann hier, also wenn wir das einfach mal hier vergleichen, jetzt hier ein Dings drin wäre und hier eine Wand. Ich meine, es ist nicht gut, aber. Ja, schade, jetzt auf der Rückseite natürlich kein. Aber besser als so. Ja, sehe ich sehr oft diese 2 auf 2 Fenster. Würde ich prinzipiell überall auch bei Gebäuden lassen. Jetzt werdet ihr bestimmt sagen, ich habe da ein Haus gefunden in der, was weiß ich wo, in der Wüstenmetropole von mir aus, da ist so ein Fenster drin, bestimmt. Ausnahmen bestehen die Regeln. Wenn man damit umgehen kann, kann man das machen. Ich sage auch prinzipiell, man baut keine Zweier mitten. Aber wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, kann man auch Zweier mitten bauen. Ja, wir haben hier genau das gleiche Problem mit dem Seil. Es geht steil nach oben, dann irgendwie wieder noch steiler, macht es wieder, also das so, diese Form hat kein Seil. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber das muss man wirklich drauf haben und üben, dass man eben da eine gescheite Form hinkriegt, wie das Seil sich bewegt, ja. Wir gucken uns kurz mal hier vorne noch den Bereich an. Hier ist einfach eine Küche, nee, die heißt nicht, eine Kombüse ist hier vorne drin, genau. Und dann haben wir hier unten im Lagerraum, haben wir halt einfach sehr viel Kisten gestapelt. Das ist so ein bisschen, Conquest-Kisten machen schon, ja, irgendwie Hauptsache mal rein. Kann man sich überstreiten. Ich meine, es ging ja auch prinzipiell um Schiff, nicht um die innere Richtung, aber man kann auch gerne bei Kisten ein bisschen mehr Variationen wagen, ja. Bisschen schade in dem Sinne, ja.
ja, ist halt wie gesagt ein bisschen schade. Unten hier halt genau das gleiche. Ja, sind dann nur noch ein paar Minecraft-Kisten dazu und noch ein bisschen anderes Zeug. Das sind jetzt übrigens keine richtigen Körper, das sind normalerweise die Schatullen. Die habe ich jetzt gerade auch noch nicht drin. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, und auch dann, wenn man hier sagt, ich will die Decks, die unteren stehende Decks auch aus Eichenholz bauen, dann baut man die Treppen aber nicht aus Fichtenholz. Die werden dann auch aus Eichenholz, weil. Warum? Also das ist ein bisschen seltsam. Ja. Und wo ich normalerweise empfehle, dann hätte ich hier oben die Ebene, glaube ich, auch aus Fichtenholz gebaut. Ja, um sich auch vor allem von der Wand abzuheben. Und die Kisten sind auch, also das ist alles sehr eintönig in der Farbe hier. Ein bisschen schade in dem Sinne. Ja. Genau. Und die Treppe finde ich ein bisschen komisch platziert, dass man hier an der Wand lang muss. Umgekehrt wäre irgendwie klüger. Gucken wir uns noch die Kapitänsgehüte an. Das ist natürlich auch so ein Fell, kann man machen. Aber auch hier ist recht leer. Wieso fehlt denn die linke Hälfte? Achso, gibt es noch eine andere Tür. Gucken wir da erstmal noch rein. Okay, das sollen Betten. Die Betten sind wahrscheinlich abgeploppt. Das kann übrigens auch sein durch den Versionswechsel. Aber nicht traurig sein. Manche Sachen können wiederhergestellt werden oder sind auch ja nicht so dramatisch. Aber hier haben die die Matrosen wahrscheinlich geschlafen. Hätte man durchaus auch unter Decken ein bisschen Platz machen können dafür. Dann hätte man ein bisschen mehr Variation und man hätte auch vor allem irgendwie noch einen Platz gebraucht, wo die Leute essen. Wenn sie schon Kombüse mit einem Smoothie haben. Ne? Genau, das soll aber die Kapitänskühe sein. Ich misse hier ein wenig das Bett. Es könnte natürlich sein, dass es jetzt genau hier stand. Dass hier irgendwie ein Bett stand. Ich mache jetzt mal ein rotes, also gehe ich mal von aus, würde passen. Ja, ist aber trotzdem. Ja, so Schränke, wenn man sehr detailgetreu baut, baut man jeden Schrank in einem Schiff mit einer Tür. Warum? So ein Schiff ist absolut den Wellen ausgesetzt, einen Wellengang ausgesetzt, und da braucht natürlich jeder Schrank eine Tür, sonst fällt dir die Scheiße ständig aus dem Schrank raus. Das will natürlich keiner. Ne? Genau. Alles in allem aber dennoch finde ich ein sehr, sehr guter Start und wenn du halt guckst, dass das Schiff, dass du den Bug vorne, wie gesagt, das ist vollkommen nice. Das Heck ist halt noch so ein bisschen ein Problem. Und die Farbe von dem Holz. Achso, das Ruder hinten, das finde ich ein bisschen riesig. Ja, weil es braucht nicht so hoch sein. Es reicht, wenn es unten ist. Und es würde halt auch besser aussehen, wenn das Ruder weiter im Schiff drin sitzt. Ja, dass es hier hinten flacher wird und dann das Ruder hier drin sitzt und der obere Aufbau ein bisschen spannender und interessanter wird insgesamt. Und wenn man dann so ein Ruder hat, braucht man natürlich auch irgendwie eine Art Steuerrad oder manchmal hat man noch keine Steuerräder, man hatte dann einfach solche Dinge hier dran. Die hat man dann dran links und rechts gezogen, hat sich das Ruder bewegt. Gegebenenfalls dann hier eher so rum, habe ich ihn nach rechts gedrückt, dreht sich das Ruder nach da, fahre ich in die Richtung, fahre ich nach links. Genau, so kann man halt so ein bisschen schauen, wie man das macht. Ist aber, denke ich mal, trotzdem, also wie gesagt, das ist ein sehr gelungener Versuch, ja. Und schön ist auch, dass die Flagge wenigstens in die richtige Richtung zeigt, das ist auch schon mal. Klingt jetzt erstmal affig, aber das ist so eine Sache, die habe ich auch schon sehr oft verkehrt rum gesehen. Und jo, wie gesagt, sehr guter Versuch, definitiv. Ich würde empfehlen, einfach dran zu bleiben, ja. Also meine Versuche von Schiffen am Anfang waren auch ein bisschen, aber das ist ein sehr guter Start mit einer Menge Potenzial. Ja? Also, weitermachen. Weitermachen werden wir auch. Wir schauen uns einfach mal das nächste Schiff an. Das nächste Schiff, was wir uns angucken wollen, ist ein Langboot, ja. Ein Wikinger-Schiff, ja. Vom guten Game Pömpel, der ist bei uns aus dem Bauteam quasi und hat uns dieses Schiff hier hingebaut und es gibt ein paar Dinge, die mich tatsächlich stören. Ja, es gibt ein paar Dinge, die finde ich in Ordnung, aber überwiegend finde ich Dinge unstimmig. Ich würde gar nicht mal sagen, dass sie schlecht gemacht sind im Großen und Ganzen, aber Unstimmigkeiten. Vorweg, eine Sache, die mich sowieso stört, die ich euch nicht empfehlen würde, benutzt in einem Rumpf von einem Schiff keine Holzstämme. Weil Holzstämme ein Problem, dass sie nur eine Textur von links nach rechts und von oben nach unten haben. Das sorgt dafür, dass ihr sehr, sehr schwer damit irgendwelche schalenförmige Konstrukte bauen könnt, wie es eben bei Schiffen jeglicher Art meistens der Fall ist. Deswegen sind Holzstämme super ungeeignet. Lasst sie einfach weg. Das erspart euch eine Menge Ärger. Das ist schon mal das Erste. Dann das Zweite ist, wenn man halt dann hier die Bretter verwendet hätte, wäre das ein viel schöner Übergang. Ihr seht aber auch hier, mir gefällt das Schwarzeichenholz prinzipiell als Block viel, viel besser. Das Ruder gefällt mir auch richtig gut, das ist ein bisschen kleiner, das ist auch schön. Mir fehlt nur ein bisschen Anschluss zum Ruder. Man hätte jetzt hier hinten auch wieder irgendwie so ein Holzklötzchen haben können und dann hier wenigstens so eine, also wenn ihr schon ein Ruder baut, dann macht doch irgendwas, dass man das Ruder benutzen kann. Genauso gut hätte man hier jetzt auch so eine Art Cobblewall oder so haben können, wo man dann das Ding so connectet und man hat dann hier so, kann auch drücken und ziehen, dann bewegt sich unten das Ruder hin und her. Fände ich ganz cool. Die Langboote hatten aber meines Erachtens, glaube ich, oft auch ein Ruder seitlich. Gar nicht mal unten in der Mitte, sondern seitlich. Ja. Und waren auch ein bisschen flacher. Also
flacher im Sinne von, die lagen sehr, also man hat jetzt nicht so viel Platz über das Wasser gehabt. Ich meine, hier sind es ja 3 Blöcke und ich finde, das ganze Ding hätte auch genau 1 bis 2 Blöcke noch tiefer nach unten gekonnt. Ja, zumal wir hier nicht sehr viel Tiefgang haben. So ein Langboot hat ja eigentlich die Eigenschaft, dass es recht breit ist, aber sehr stromlinienförmig ist. Das fehlt mir hier auch ein bisschen. Also wir haben einerseits die Stromlinienförmigkeit vorne, das erinnert mich eher an so ein mittelalterliches, normales Schiff, sage ich mal, mit diesem etwas ründlicheren Form und dann halt einen Fockmast vorne dran. Den finde ich auch ein bisschen arg hoch. Ja, ich finde, hätte man auch mal so 2 Blöcke niedriger machen können, beziehungsweise so bis hierhin. Irgendwie so von der Form her hätte mir besser gefallen. Vielleicht sogar irgendwie so. Wenn man es irgendwie ein bisschen übertreiben will, dann natürlich mit Treppen noch, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein bisschen arg hoch. Ja. Hinten finde ich es vollkommen in Ordnung, so gefällt er mir. Aber das sind so die Kleinigkeiten. Die Seile, wie sie gespannt sind, gefallen mir eigentlich gut. Sieht vom ersten Blick doch recht authentisch aus. Die Seile hätten vielleicht eher so nach hier hin wachsen können. Also anstatt hier einfach noch unten so ein bisschen drüben. Fände ich ein bisschen cooler gefunden, glaube ich. Und ich finde die Segel ein bisschen zu schmal. Ich habe irgendwie, wenn ich an so Langboote denke, so richtig schöne breite Segel in den Rung. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Die hätten ruhig so 2 Blöcke auf jeden Seiten länger sein können. Vielleicht sogar, ja doch, 2, denke ich, hätten gereicht. 2 links, 2 rechts, mal 4. Das hätte, glaube ich, gereicht. Und dann fehlen, glaube ich, ganz essentiell diese Dinger hier, oder? Wird nicht normalerweise, sind nicht hier vorne und hinten immer so Dinger mit die sich oben so splitten, dass man den Mast normalerweise so runternehmen kann und dann hier drauf, quer drauflegen kann. Ich dachte, das wäre immer so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja. Und dann sehr bizarr ist das Krähennest. Ich glaube auch, ein Langboot hatte, glaube ich, kein Krähennest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die hatten, glaube ich, keins. Zumal hier auch jetzt keine Takelage wäre, wo man hochkommt. Ja, dann braucht man irgendwie Seile, um sich da hochzuklettern. Oder der Wikinger-Mensch hier ist einfach so tough, der klettert einfach den Mast so hoch. Ja. Genau, das sind so die Kleinigkeiten. Ich mag hier die Variation im Deck ein bisschen mehr. Klar, hier sind jetzt auch viele Kisten und was hiervon. Aber hier hat man wenigstens auch mal noch die anderen Schalkerkisten benutzt und man hat so große Kisten gebaut. Die sehen natürlich auch immer ganz cool aus. Ja, machen. Das Detail ist mit diesen Eisenfalltüren als Schilde, finde ich eigentlich auch eine nette Idee. Ja, kann man definitiv machen. Und das sind so meine Kritikpunkte. Klingt erstmal nach viel, viel mehr als es ist. Mir gefallen natürlich auch einige Sachen, aber es ist halt auch ein kleines Schiff mit wenig, was man jetzt großartig sagen kann. Aber ich würde mal so sagen, mein Hauptkritikpunkt ist einfach, dass man erkennt, finde ich, sofort, hey, es ist Langboot, aber ich finde, der Spirit von so einem Langboot, so der Kern von so einem Langboot wurde nicht ganz erfasst. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Wenn man das halt ein bisschen spitzer gemacht hätte, ein bisschen stromlinienförmiger, ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen breiter, es hätte, glaube ich, ruhig sogar einen Block auf jeder Seite, also 2 insgesamt, ein bisschen breiter werden können, dafür ein bisschen spitzer vorne und dann halt die Segel schön breit und noch ein, zwei Details drauf geachtet, das wäre, glaube ich, richtig, also wäre irgendwie besser rübergekommen, wäre einfach authentischer gewesen. Ja, so viel dazu. Genau, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Jo, das wäre jetzt meine Kritik gewesen an dem Dienst, auch an anderen Schiffen. Wir haben noch ein paar Schiffe vor uns und ich hoffe, auf jeden Fall hat euch gefallen. Wenn ihr anderer Meinung seid oder gleicher Meinung mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Da ist genug Platz dafür. Falls ihr doch noch ein Schiff fertig kriegen solltet in den nächsten Tagen, dann könnt ihr es auch gerne noch einreichen. Habe ich keine Probleme mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen fantastischen Tag. Bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.